Grüß euch miteinander, willkommen beim ersten Stammtisch in diesem Jahr aus der legendären Mülli Humzicke, wie ich immer so schön sage, aus dem schönsten Konzertlokal Westlach vom Ural und mit illustren Gästen. Können wir heute reden. Und ich hätte natürlich gehofft, dass wir jetzt sagen können, die Zeit ist vorbei. Es ist immer noch nicht vorbei. Aber vielleicht haben wir ganz viele lustige Themen an diesem Stammtisch, die mit dieser blöden Zeit nicht viel zu tun haben. Stammtisch mit Matthias Mast. Das wöchentliche Beizengespräch wird euch präsentiert von Rugenbräu, das Bier aus dem Berner Oberland. Ein gutes Mensch. Können wir machen, oder? Auf jeden Fall. Wir haben zwei Gäste, die irgendwie wie Faust aufs Auge zusammenpassen. Der Philipp Fankhauser und der Luki Wüterich. Beides Blueser, beides Thuner. Und mir ist gesagt worden, der Luki, der sei schon als kleiner Bub, habe ihn die Eltern an Konzerte gefahren, wo der Philipp hat gespielt. Der hat schon recht lange so ein bisschen innige Beziehung. Der Philipp hat die schon irgendwie mit 14 mitgenommen auf Rock und Blues Cruise. Ja. Erzähl mal. Philipp, den Philipp wollen wir gar nicht vorstellen, den kennt man. Also kann man sagen, Philipp und sein Nachwuchs. Die Geschichte ist fast richtig, Kriegel. Die Geschichte war, wir haben Bierhübeli gespielt. Ich glaube, Try My Love war dann das Album. Wir waren wahnsinnig erfolgreich. 2009, 2010. Und nach dem Konzert warte ich aber relativ lang, bis die Leute weg sind, und dann gehe ich dann noch der Tür durch an die Bar. Und dann steht dort ein junger, wirklich ein junger Bübel, so 13, mit so einer Leuenfrisur. Also so wie du, ja. Aber einfach doppelt so viel. Ja, okay. Und sagt, hast du echt Philipp gesagt, oder Herr Fankhauser? Schon Herr Fankhauser. Herr Fankhauser, gell? Jetzt sagt er, macht eben auch Musik. Aber die Mutter hat eben nicht so Freude, wegen der Schule, oder? Und so. Und hat, glaube ich, schon Freude gehabt bei unserem Konzert, gell? Ja. Und nachher habe ich gedacht, du, du musst aufpassen, weißt, oder wenn du etwas sagst wegen Schuhe, weil ich bin auch nicht so, ja. Weißt. Und jetzt muss ich ganz richtig formulieren, gesagt, ja, weißt, Luki, liebe Grüße deiner Mutter, ich bin auch nicht so gut gewesen in der Schule, aber es hat dann gleich ein bisschen etwas gegeben, worauf der natürlich hey ist. Und der Mutter hat gesagt, der Fankhauser hat gesagt, das sei komplett unwichtig, oder? Schule, genau das, was ich nicht sagen wollte. Nein, du hast doch gesagt, aus dir sei auch etwas geworden. Trotzdem, obwohl ich in der Schule nicht so gut war. Er hat es gut verkürzt erzählt. Genau, oder? Und nachher hat der Luki Fankhausen-Verbot bekommen. Bis er nachher mal, als ein legendäres Konzert kam, im Bären durch den Ast, wo der Bädelselig von Mokka hat veranstaltet, bist du mit der Mama gekommen. Dort haben wir das aufklären. Und nachher ist, seitdem darfst du wieder. Aber ist doch vorher ist mal noch Regionalton-Woche im Mokka. Aha, das ist natürlich wesentlich. Darf ich so noch erzählen? Ja, natürlich. Der Luki hat gesagt, er spiele eben die Woche drauf. Oder nein, stimmt, das hast du jedem mal gesagt. Ich habe es in der Zeitung gesehen. Thuner Tagung sehe ich. Thuner Regionaltalent-Woche. Und dort steht unter anderem Luki Wüterich. Und er denkt, jetzt kann ich mal hören, oder was der Bübel. Und bin dort reingekommen, nachher hat es einfach so die üblichen, ja, so die Bands, wo, ja, die machen eher so Musik auf der Bühne und schauen auf ihre eigenen Schuhspitzen, und das ist dann nicht besonders spannend. Und nachher ist der Luki allein auf die Bühne gekommen, und ich sage, keine 15 Sekunden hat das Mokka gekocht. Er ist mitgeklatscht, mitgegangen, hat es unterhalten. Ich dachte, schau jetzt da, das ist noch drin, tatsächlich. Das war doch dann noch lustig, ich war so da oben um Essen. Und dann habe ich gedacht, ja, mal noch Mutter und den Verwandten Hallo sagen, oder? Und dann sehe ich dort so hinter dem Mischpult steht, Mr. Fankhauser, oder? Und ich ein kleiner Stück, oder 14 oder so. Und dann hat es gerade angefangen zu köcheln. Also vor dem Auftritt ist ja, es? Ja, vor dem Auftritt, ja. 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 Und dann bist du noch zum Schweizer Fernsehen. Ich habe nämlich so ein Video gesehen, wo du irgendwie Schweizer Talente bist. Und dann ist dort der 14-jährige Luki, so in einem schönen, karierten Hemdli. Und die fragen dann so, Luki, was ist dein Wunsch für die Zukunft? Und der sagt einfach so, cool, ich will im Hallenstadion spielen und ich will mit dem Philipp Fankhauser auf Tour. Mhm. Und eins davon hast du ja wie schon geschafft. Ja, jetzt fehlt eigentlich nur das Hallenstadion. Das Hallenstadion hast du schon geschafft, Mensch. Aber hier ist jetzt ein Milestone, oder? Auf dem Weg. Oder? Ja. Also das finde ich ja ganz spannend, beide aus Thun. Macht das jetzt Freude? Also es gibt ja manchmal Musiker, die sagen, also, nach mir kommt nichts mehr. Oder? Und jetzt kommt da einer nachher, der kann sagen, ja, das ist wirklich, das ist auf deinen Spuren, von puncto Musik, und puncto
ich sage jetzt mal, punkto Fähigkeit zum Entertainment. Darf ich ganz ehrlich ja. sein? Er regt mich schon jetzt auf. Einfach, ja. weil es, oder normalerweise ist ja so, also regt mich auf, weil einfach, ja. es gibt ja so eine Phase, wo man als sogenannter Mentor oder als Vorbild oder als Lehrer hast, so wie, ja, yeah, oder bist du und dann eben immer wie rechts überholt. Mhm. Oder links, spielt, weißt du, so wie keine Rolle, ja. oder dass mhm. du merkst, oh, der kann... Drei gehört mehr und weißt du, so. Das kannst du einfach schon so sagen, das ist grosszügig. Ja, er ist, nein, ist eben, weißt du, das mit dem Nachfolger oder Nachfolger. Ist ja, drei, deine. Weißt du, ja. ich bin ja seit Jahren jetzt auch mit der Voice-Sendung auch immer wieder gefragt worden, ja, tut er denn niemand fördern? Und ja, so wie niemand förderungs. Würdiges, wirklich, weißt du, wo mir das Herz ist, wo ich wirklich das Gefühl habe. Ja, das darfst du nicht sagen, oder? Mal, das bist du immer noch dabei bei der Voice-Serie, oder? Nein, das geht schon gut. Lange nicht mehr. Ah ja, danke, vielleicht sind nein, jetzt tun sie ja aus dem... Jetzt gibt es ja Teamplay, wo jetzt das macht. Ja. Item. Auf also da ist niemand so gut gefunden, das kann man schon schnell nochmal sagen. Ja, ja, nein, einfach, ja. oder weißt du, gut. Förderungswürdig. Weißt, ist ja, gut. einfach, weißt du, was ist gut? Oder ja. gut, das sind viel gut, du kannst viel, aber jemand, der einem... wo ihm musikalisch einfach an die Seele geht. Das ist in unserem Land für mich mhm. ist das ganz selten. Und mich interessiert nicht, wie gut jemand singen oder wie gut, sondern ist... Kommt es rüber. Hat er Aura. Hat er, ja, genau. Ja, eben, das, und die hat er eben. Er ist nicht nur ein Musiker, er ist ein Unterhalter. Wie Funkhaus. Ich glaube eben nicht. Weißt, Unterhalter sein, das heisst nachher so wie... Für mich würde das so wie heissen, jetzt mache ich noch etwas auf Unterhaltung. Das sind die Stand-up-Comedians, die zu kurze Hosen anhaben. Und dann, oder das ist Unterhaltung. Und ich glaube, bei Lucky, wahrscheinlich auch bei mir, ist eben die Unterhaltung, dass wir so sind, wie wir sind. Mhm. Das bringt die Unterhaltung mit. Manchmal ist eigentlich gar nicht absichtlich. Gell? Meistens sagen wir ganz trauriges Zeug und dann sagen die Leute, ha, 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 ha. Oder? Mhm. Also das sind, ja, wie kann man sagen, ja, das hat doch der Blues an sich. Oder? Beim Blues merkt man nie, ob jemand traurig ist. Es ist auch schön traurig, oft. Ja, da weisst du mehr drüber. Nein, ich glaube, man merkt schon, wenn jemand wirklich tief raus seinen Schmerz raus singt, merkt man schon, dass da etwas mega dahinter ist oder dass er mega eine Geschichte hat erlebt. Habe ich das Gefühl. Beim Lucky ist mir etwas aufgefallen, ich muss zugeben, ich habe dich bis jetzt viel zu wenig verfolgt. Und gestern habe ich mal so deine Songs, weißt, so die letzten paar, die du gepostet hast. Mhm. Und es steht überall so der Bluesman als Tune. Aber was du machst, ist recht breit. Also so die ersten zwei Songs sind echt Bluegrass. Und Bluegrass? Ja, wenn es mich so etwas dünkt. Und nachher, es ist recht funky zum Teil. Mhm. Nicht? Oder so auch recht soulig und so. Es ist, man hat das vor allem noch so ein bisschen vom Hocker gehauen. Es ist recht facettenreich. Ohne, dass ich dein ganze musikalische Werk kenne. Sondern so die letzten paar Songs, die ich ein bisschen reingelassen habe. Ja, du hast schnell sicher gelassen. Sorry, dass ich da reinrede. Ja. Zu unserer Überraschung kriege, was kann man sagen? Sie beide mit Instrumenten, mit ihren Gitarren, das freut uns natürlich sehr. Aber jetzt, wenn wir jetzt so über die Musik reden, wäre es... Könntest du einigen? Einen Preis gewonnen statt Thun, ist der Lucky mir dann helfen, den spielen und den machen wir jetzt zusammen. Gell? Oder ja, nicht irgendeinem, der Julian Sartorius war das. Ah, stimmt, der Julian Sartorius war schon dabei. Ja. Haben wir das zurückgemacht? Genau, ja. Du hast ihn dann einfach spontan gefragt, ob er mithelfen will. Also, dann machen wir das. Also, wir fragen jetzt spontan, ob er noch geben kann. Ja, going in these days, hometown, what are you doing anyways, yeah, came home far away,
see your smiling face. Okay. I said, hometown, greatest town I've ever been. Sing it, Luke. Greatest friends I've ever seen. Nice to see you. I came on from far away, oh, just to find an open door. Open door, open door. Airplane, can't you go no faster than that? Swiss airplane, can't you fly no faster than that, yeah. I got to get home to Switzerland, 'cause that is where it's at. Immer machen, Matthias. Jetzt müssen echt die Künstler, die hier zu Gast sind, die müssen eine Gitarre mitbringen. Ja, die haben jetzt natürlich Vorgaben. Also die Vorlage ist schwierig zu erreichen. Die Messlatte ist hoch. Messlatte ist hoch, ja, aber ist schön. Ja, das aber auch nicht machen. Ja, nein, ist... oder nur mit euch oder mit ihnen. Ja, ist klar. Wir können gut einmal im Monat etwas kommen. Ja, es gibt ja vielleicht manchmal sogar andere Themen als, als ja. eben Corona. Aber ich meine, hey, du hast das Thema erwähnt, das ich natürlich auch spannend finde. Tun. Man kann mehr tun, als in den See sehen. Das ist eine Abhandlung von einem blöden Sprichwort. Aber nur nichts tun ist schön. Ja, das ist furchtbar. Es passiert in Thun. Kann man sagen, bei euch ist es ist Thun ohne Musik. Früher haben wir gesehen, Interlaken ist Musikstadt. Oder so ein bisschen Oberland bezogen. Thun ist auch eine. Ja, ich glaube schon. Gell? Also, es ist recht. Gell? Ich habe natürlich zu Thun in dem Sinn nie etwas, weißt, musikalisch in Thun zu tun gehabt, weil ich relativ schnell meine Musiker, weißt, jetzt also von meinen ersten Bands, klar, ganz am Anfang, das war schon Thun. Und dann ist ein Zürcher Schlagzeuger geworden. Und ich war immer eine Schweizer Band. Aber Thun, ich glaube schon. Weißt, natürlich auch dank einem Café Mokka, weißt, musst du natürlich ja, auch sehen. Das sind jahrzehntelang bin ich als Gil oder drinnen der Louisiana Red gesehen, wie der Mitte 80er Jahre. Also da hat ein Bedou Anliker wahnsinnig viel dazu beigetragen, dass in dieser Stadt überhaupt ja. Musik gegeben hat. Aber auch nicht nur. Also, ich muss auch sagen, fairerweise das Alpenrösli. Also es war ja gegen das Alpenrösli und das Mokka. Und mir hat es gegen dich gehabt. Das Alpenrösli war einfach ein bisschen sympathischer für mich. Ist auch ein bisschen weniger kommerziell. Genau. Ja, es war ja. So auf gut Deutsch gesagt, ein bisschen abgefuckt. Ja, vielleicht auch ein bisschen traditioneller die Musik. Ja, nein, kann man nicht sagen. Aber sie haben auch, weißt du, das Mokka war mehr Konzert und so, wo du wirklich Eintritt zahlen musst, um ein Konzert zu schauen. Und im Alpenrösli hat es immer so Jam-Sessions gegeben. Und ich bin natürlich als junger Gil bin ich viel an Jam-Sessions. Ah, ich weiß auch nicht. Ich war halt mega wie ein Schwamm früher. Mhm. Irgendwie überall, wo etwas ist gelaufen oder was ich gespielt habe, wollte ich schauen. Und oh, wie spielen die das und so. Ja. Und wir haben es nachher gespielt? Nein, schon nicht. Aber nein, mit diesen Leuten, die anquatschen, hey, ja. Du hast dann, nicht gerade bei Minute 2
30 irgendwie ein cooles Lied gespielt, kannst du mir das zeigen, aber eigentlich mehr so, ja, das sag mir, wie ich weiterkomme. Das ist ja eigentlich wirklich ein ähnlicher Werdegang, wie du, Philipp, hast genommen. Ja, du hast eine Zeit lang in Mühle gewohnt, du hast hier gekocht und du hast durch das Jahr früher, weißt du, die Nähe gehabt zu den Künstlern und bist mit denen reden, hast deine Demos zugesteckt oder so. Also für mich ist natürlich das absolut Wichtigste gewesen, einerseits natürlich der Hans Zorbrück zu Bern mit dem Jazzfestival Bern. Dort, also da bin ich ja, wirklich ein und aus. Der Claude Nobs in Montreux war für mich ganz relevant. Gut, das war die Krönung, also wo der Nobs den einlädt, oder? Ja gut, das ist natürlich viele Jahre später schon. Ja, das war dann gewesen. Und dann hat es das J-Lins gegeben, Schweizer Hof unten innen. Da habe ich Margie Evans kennengelernt, Jimmy Witherspoon, all die. Ich bin halt eben ich von Anfang an so klar gewesen für mich auf schwarze amerikanische Blues. Das ist für mich eben ein Alpenröslin-Tun. Die haben mir nicht das können spielen, was ich habe. Oder für das habe ich eben ein J-Lins müssen oder ein Jazzfestival. Ich wollte den B.B. King hören und nicht irgendjemand, der B.B. King nachher macht. Um jetzt für ein blödes Beispiel zu geben. Und da bin ich natürlich weit rumgereist. Also weit einfach für mein Alter. Da mit 16, 17 das Volkshaus Zürich. Und weißt, einfach den Roy Buchanan im Kaufleuten, ja. Was so laut ist, dass das ganze Publikum raus ist. Aber geil war es halt eben schon. Was mir jetzt aber nur schon bei deinem Werdegang, den ich ja durfte verfolgen, so ähnlich alt bin wie du. Seit Jahrzehnten. Du hast ja dann eine Band gegründet. Ich habe dann immer das Gefühl gehabt, das ist ja gleich der Philipp Pankhauser mit Band. Oder? Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist nicht sehr wohl gewesen, oder die fast in eine Band eingegeben. Ehrlich, haben wir immer das Gefühl gehabt, der Funkhauser ist eigentlich der spielt. Jetzt hat er sich einfach eine Band versammelt. Ist das ein Fehler gewesen? Also ich sage jetzt nur, wenn man jetzt so von Tipps redet. Nein, das war kein Fehler gewesen, weil ich habe natürlich das Selbstvertrauen, das Luki jetzt heute hat, 30 Jahre später, habe ich nicht gehabt. Für mich ist das... für mich hat es zwei praktische Gründe gehabt. Das eine war, weil ich ja haben müssen, quasi das Booking und das Management selber machen. Es war natürlich einfacher, Veranstalter anzuleiten und zu sagen, ja, da Band, die heisst Checkerboard Blues Band, anstatt zu sagen, ich bin der Philipp Pankhauser, ich möchte gerne ein Konzert. Das ist das eine. Und das zweite ist halt so, dass ich meine eigenen, wie soll ich sagen, musikalischen Fähigkeiten zu wenig gut hätte eingeschätzt, für das, weißt du, ich meine, ein B.B. King darf unter B.B. King auftreten. Ich habe das Gefühl, das ist für mich nicht schlecht in diesem Bandgefüge, weil da kann ich auch ein bisschen wachsen. Jörg Peter Hans, der ehemalige Inhaber vom Powerplay-Studio in Mur, hat mal gesagt, ich sei für ihn ein bisschen ähnlich wie ein John Mayall. Können selber, sei ich nicht virtuos, aber ich habe die Fähigkeit, um mich herum, wie ein Muschel, Leute zu versammeln, die mich dann machen zu glänzen und wir dann alle miteinander glänzen. Es gibt ja andere Vorbilder, die das gleich beherrscht haben, oder? Ja, klar. Gruß an Polo. Ja, das ist ja so. Oder? Und, ja, aber das ist eine wichtige Fähigkeit, oder? Ja, das spannendes Netz. Und darum weisst du noch heute, wenn ich, oder der Marco Iencarelli, da ich bin seit 30 Jahren mit ihm auf der Bühne, und es war ja eine Band, die irgendwann gesehen hat, wir wollen nicht mehr Bluesband heissen, sondern es muss Philipp Pankhauser heissen. Es war auch der Dennis Walker, der in der Produktion «Watching from the Safes», am Broadway 1995, ist, anstatt dass meine Stimme hier weiss, schön einbettet, der Band auch so ein bisschen rum ist, hat er gemacht, und ich war da oben. Und ich habe es gehasset, weil einfach ich mich gehört habe, als das ist nicht gut. Weißt du, da gehört mir zu viel. Was ich nicht hören wollte. Ist es etwas, was du immer noch hast? Oder ist es das habe ich unter dir. Die eigene Stimme hören ist einfach schwierig. Ja, es ist weniger das, als einfach die eigenen Unzulänglichkeiten. Ja. Dann halt auch, oder gewisse Töne nicht berührst oder was auch immer. Aber dann gewöhnst du dich halt das. So, aber das ist so mehr so eine, das hat mir gut getan. Aber von den Tipps geben, oder? Wenn du jetzt einen Lucky Look hast, ich habe einen Lucky Tipp gibst, darf ich fragen, ist er der bessere Gitarrist? Du hast gesagt, von der Virtuosität. Also, ist jetzt er mehr zuerst Gitarrist und Sänger oder zuerst Sänger und Gitarrist? Er ist eben Gitarrist und Sänger. Oder Sänger und Gitarrist. Bei ihm spielt es keine Rolle, welches vorher du hast. Ja. Er ist...
das kann man fast nicht sagen jetzt so vor ihm, aber er ist ein ganz seltenes Talent. Gut, er hat es nicht gehört. Aber regional gelassen. Luki, darfst du mal etwas sagen? Ja, ja, ein grosser Mentor. Mir ist wirklich Sinn gekommen, noch schnell etwas sagen, wegen so Band und ja, Bandgeschichte oder Einzunahme und so. Und dass das ich als Luki Jüdrich auftreten, hat eigentlich damit zu tun, ich habe mir irgendwie als Junge mir gewünscht, so die richtigen Kollegen zu finden, die dann einen Traum haben, die alle so gleich alt sind und Musik machen und so. Und ich habe mir das wirklich mega fest gewünscht, so als Band einfach etwas zu arbeiten. Zum Beispiel die Rooftop Sailors oder die Souls, die einfach irgendwie eine eingeschmorene Gemeinschaft sind und zusammen etwas erreichen können. Und wie das hat sich echt bei mir nie ergeben. Ich weiß auch nicht, ob es an mir liegt oder an der Musik, die ich gerne machen will. Das liegt an dir. Vielleicht, ja. Aber und dann habe ich gefunden, ja komm, mache ich einfach das eigene Ding. Und so ist am besten, dann kannst du selber entscheiden und musst nicht nur den und den fragen, du, bist du zufrieden damit, sondern ja, es ist dein Name, du kannst sagen, was läuft und darum ist es gut. Und zum anderen ist es natürlich so, dass ich gegen noch mega zu dir hoch schaue. Das ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich so finde. Komm schnell. Aha, ja. Zeit ist ja durch. Aber der Schliff in Amerika, also der jetzt den noch holen, der ist ja durchgeholt, ist nicht unbedingt, es hat auch Krise gegeben in dem Amerika, aber ich denke jetzt mal, der Schliff hast du geholt, oder? Ob schon, das hast du also, meine Sommer durchgegangen. Muss ich schon sagen, der Luki ist 2013 zwei Wochen mit mir und meiner Crew von New Orleans nach Chicago auf so einer Harley Blues Cruise gekommen. Mhm. Also da bist du schon mal zu Witz zur Delta durch und in Clarksdale, Mississippi, also so am Epizentrum vom Mississippi Blues, haben wir in einem Gitarrenladen, ja, so einem Pawnshop-Händler, haben wir zwei, was sind das für Gitarren? Stella. Zwei Stella-Gitarren gekauft aus den 60er Jahren, glaube für je $100. Die sind früher in dem Sears Roebuck, in dem Bestellkatalog, ja. Hat das Wertjack geheißen oder so. Die meisten Bluesmusiker haben so eine Stella bestellt, die hat dann vielleicht ein Fünfliber gekostet. Und dass er so einen ersten US-Schliff hat der Luki bekommen. Ich muss sagen, mir hat es gut getan, weil ich einfach, oder ich hätte es ohne, wäre es gar nicht gegangen, weil ich einfach in der Schweiz auch für mich weißt, keine Referenz hatte. Also ich konnte mit niemandem über die Musik reden, weil... Und du bist ja gerade ein Jahr zwei gegangen, oder? Nein, ich bin 8 Jahre da. Ganz 8 Jahre? Ja, gesamte. Ja. Und natürlich dadurch, dass ich mit Johnny Copeland wirklich unterwegs war und wirklich wahnsinnig profitieren konnte. Ich habe aber vor allem auch profitiert davon, auch zu lernen, zu schätzen. Anfang der 90er Jahre im Bierhübel habe ich Englisch geredet mit dem Publikum. Das ist etwas Peinliches, oder? Und noch die Sonnenbrille angehört. Nein, das nicht. Über das reden wir schon. Nein, die Sonnenbrille nicht. Aber eigentlich auch gelernt zu haben, dort hinten, wie lässig das Bärdeutsch ist, wie lässig das eben eigentlich die Schweiz ist. Und hey, vielleicht machen wir jetzt zusammen noch mal etwas raus. Weiss doch noch nicht. Ja, Luke, das ist ja, also, da werden ja quasi Einladungen ausgesprochen, oder? Du bist schon, du singst schon Englisch. Philipp hat jetzt Berndeutsch, also als Ansage hast du schon lange entdeckt, aber zum Singen ist relativ neu. Eine wunderschöne Interpretation übrigens vom Henry-Song. Der hat sogar, das gibt es als Duett, oder, von euch beiden? Genau. Nein, da habe ich auf... Dank der Sabine. Hier gehört. Also auf YouTube, nein, auf einem Film, der hier ist, wo aufgenommen wurde. Oder ist das an einem anderen Ort gewesen? Also hast du nicht auf der Elbe gehört? Weil auf der Elbe über Tieren. Den? Ach, das musst du dir nicht ziehen? Ja, aber hast du einen Plattenspieler? Nein, nicht mehr. Aber... Vielleicht ein CD-Gerät? Nein, also nicht. Wirklich? Hast du doch einen Plattenspieler? Ich habe noch Plattensammlungen, alles. Sabine, wir schauen, dass Matthias so eine... Ja, echt? Eine Vinylplatte? Ja, weil die Nummer ja. 16 vom Album, das es eben auf der CD nicht gibt, ist, kannst du mir das glauben, mit dem Luki mehr als Tanzpartner. Das musst du gehört haben. Kriege ich ja etwas verpasst. Ja, du.
Ja, siehst du, jetzt sind die gleichen. Also, die Weltpremiere war ja fürs Fernsehen, gewesen, aber für Platten haben sie also schon zusammen Sachen aufgenommen. Ja. Da ist es ein Problem, dass es zu wenig, wenn ist es rausgekommen, dass es zu wenig promotet ist, oder kaufen keine Platten mehr, oder bin ich einfach irgendwo... Ja, nein, das ist auch nicht, weißt, ich finde, das muss auch nicht... Ich habe ein Video gemacht dazu, und habe überlegt, ob ich echt das Lucky auch dabei haben, aber es ist nicht in die Corona-Zeit reingekommen. Eben, das ist alles. Nein, mach dir keine Sorgen, wir schicken dir die Platte. Wollen wir langsam raus. Ja, jetzt, aber wenn wir jetzt, wenn wir noch etwas Wichtiges diskutieren, hätte ich gedacht, wenn ich die Adieu gesagt habe, könnten sie ja noch einen geben, oder wäre das Ziel verlangt? Können wir doch noch etwas zusammen? Also ich fände es grossartig, wenn wir so zum Abschluss noch etwas Musikalisches könnten, oder? Wir wären fraglos glücklich, wir würden aber gerne das Gespräch haben. Wir nehmen die Idee auf, wir melden uns wieder. Ja, es gibt... Wenn also die Sonne wieder scheint. Ja. Abschließend sagen, dass eben wegen dem förderungswürdig mal so eine als erste Andeutung, exklusiv Jungfrau-Zeitung, dass der Lucky seit 1. Januar von diesem Jahr bei mir quasi jetzt unter Vertrag ist und dass wir zusammen werden etwas aufnehmen. Platten machen, Konzerttourneen. Stossen an. Dann kommt vielleicht irgendwann die Mühle und dann das Hallenstadion. Auf reif und jung. Es gibt ein Datum in der Mühle. Ich muss mit dem Veranstalter reden. Wirklich? Gut, wir sind... Also wir werden da dabei sein. Ja. Was für eine schöne Stammtisch in blöden Zeiten. Und jetzt noch zum Abschied ein Song von Philipp und von Lucky. Ich sage adieu miteinander, bis zum nächsten Stammtisch. Find yourself home, Johnny Copeland. Oh-wee, baby. Honey, why don't you bring your fine self home? Yeah, look. Don't you send no letter to me. Don't you call me, baby, what I need. I can't get on no telly.
Stammtisch mit Matthias Mast. Das Beizengespräch ist euch präsentiert worden von Rugenbräu, das Bier aus dem Berner Oberland.